12 Fußballer ist zurück aus der Sommerpause und zum Anfang gerade mal nicht aus dem Kaiser Franz wie gewohnt, sondern da aus dem 12 Hauptquartier, aus dem grossen Foyer von unserer Redaktion. Und wir befassen uns auch für einmal nicht mit dem Fußball, weil, wie ihr alle wisst, ist Fußball eigentlich sehr langweilig dieses Jahr. Die Schweizer Meisterschaft ist schon entschieden, die EM-Qualifikation ist auch schon alles klar. Darum geht es mal um etwas, wo auch wahnsinnig ein grosser Teil des Fußball ist, nämlich um Fußball-Videogames. Das ist eine Industrie, die Spielindustrie, die unfassbar viel Geld umsetzt. 81 Milliarden Dollar jährlich setzt die um. Das ist in etwa das Bruttosozialprodukt, das Bruttoinlandprodukt von, zum Beispiel ist grösser als Luxemburg oder etwa gleich gross wie das von Ecuador. Und wir kämpfen uns heute mal durch die Geschichte der Fußball-Videogames. Das ist ja eine ganz vielseitige Geschichte. Und weil man das am besten nicht alleine macht, hole ich mal Proviant für meinen Mitspieler. Ozan, merci. Grosser Mitspieler. Meme. Danke, dass du hier dir heute Zeit nimmst, um gegen mich zu verlieren. Das freut mich außerordentlich. Gerne, ist schon gut, ist schon gut. Deine Videospielgeschichte, wie sieht die eigentlich aus? Ja, ich war bei Mario immer der Luigi gewesen, als jüngerer Bruder. Und Moment. Ich habe angefangen mit dem Nintendo Entertainment System. Und dann über Sega zu eigentlich allem, sogar Dreamcast und Gamecube und all das Zeug, was noch schmeiß war. Du wirst jetzt dann noch das kennenlernen, was schon weit vor deiner Zeit war. Und das gehen wir jetzt. Gehen wir mal anschauen. Ja, und da sind wir beim Anfang eigentlich von der Videogeschichte, in dem Fall auch von der Fußball-Videospiel. Das ist eine Konsole, die eigentlich schon eine Kopie ist. Früher hat es Pong gegeben, das kennen sich die meisten noch. Dann war der Strich, die Wert macht Pong, 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 hin und her. Das ist nicht lang gegangen, da hat es erste Adaptionen gegeben. Das war früher ein sehr erfolgreicher Arcade-Automat in den Spielhallen. Dann hat es aber eine Heimkonsole gegeben. Pong hat 1972 gestartet. Das, was wir da hinten sehen, das wunderschöne Ding, das schon ein bisschen gelitten hat unter der Zeit, das ist von 1976. Und dort hat es eine der ersten Fußballversionen drin, wo der Osani und ich möchte, wahrscheinlich ein riesiger. Das ist Fußball. Ich bin der Blau, du bist der Gelb und los geht's. Ja, du lachst jetzt, bist du bereit? Meine Verteidigung ist noch vielleicht ein bisschen königsbedürftig. Ja. Königsbedürftig. Du gehst früher als Netz wie der Federer. Ah, Mist. Das hat man mit dem können. Wenn der eine ein bisschen besser war, hätte man das machen auf Professional stellen. Dann hat er nur noch so kleine Viecher gehabt. Das machen wir jetzt mal. Spiel mal. Das Ding ist so alt wie ich. Kannst du das vorstellen, Sani? 1942. 1942, aber dir noch hoffnungslos überlegen. Das kann man endlos spielen, das kann man endlos spielen, das braucht eigentlich gar nicht viel. Die Grafik ist einwandfrei, oder? Man sieht sofort, dass man das Fußball spielen kann. Yes! Also gut. Also aber wir haben noch so viel zu tun im Fall. Ja. Ich glaube, wir müssen mal eine Konsole weitergehen. Ja, aber es war schon eigentlich unentschieden und ist eigentlich nicht so klar. Ich glaube, eins war Offside von mir, das gebe ich zu. Ja. So, wir wechseln eins weiter. Wir sind hier bei der nächsten Konsole, das ist die sehr bekannte Atari 2600. Das ist schon die neue Version von dem. Das war eine unfassbar erfolgreiche Konsole gewesen, damals, als die rausgekommen ist. Das ist, jetzt muss ich überlegen, ich glaube 1978 oder 1979 ist die rausgekommen. Das war die erste Möglichkeit, die man hatte, zum Videospiel heine, um auf der Heimkonsole zu spielen. Es sind unfassbar viele Spiele für die Konsole auf den Markt gerührt worden. Darunter auch ganz wahnsinnig furchtbar schlechte dazu, haben noch Fußballspiele gehört. Natürlich. Also, wo probieren wir jetzt gerade aus. Das ist auch noch ein sehr authentischer Screen, den wir da dazu haben. Darum Ameisenrennen gibt es da natürlich. Die Farbe wechselt auch irgendwie. Man muss vielleicht dazu noch sagen, eine Spezialität von dem Spiel war, das ist Real Sports Soccer, hat das geheissen. Du hast zwar drei Männchen, aber die können sich nur in einem vorgegebenen Bereich bewegen. Also der kann nie da runter gehen. Es ist auch nicht ganz klar, wer bei wem spielt. Wir spielen es trotzdem mal. Du bist, du bist vielleicht der, der jetzt beim Böllen ist. Was muss ich machen? Ja, das Goal schießen. Ja, es gibt auch keinen Goalie übrigens. Aha, nichts. Konto? Ja, ein Kopf. Aber weißt du, sie stehen auch wirklich schlecht. Jetzt also deine stehen schlecht? Jetzt hol dich dann. Mit immer den Ball weg, wie rutscht man rein? Mit X? Das kann man dann alles nicht. Und X gibt es auch nicht. Es gibt nur, wir haben zwar da zwei Knöpfe drauf, aber es gibt nur einen Knopf. Wer hat den Bälle? Wo ist der Bälle? Ja. Nein, der liegt da irgendwo auf der Linie.
Wo ist die Nein, ich habe nicht. Schau, da ist er. Wo? Ist nicht da? Sie ist ja nicht. Nein, du hast ihn nicht. Ich tue dich nur verwirren. Wir finden den Böller hier. Er ist auf der Linie. Weißt du, er ist eben weiss wie die Linie. Er liegt irgendwo auf der Linie. Hm. Ach, lass es sein. Das ist wie ich kann sagen. Dazu muss ich sagen, es sind noch schlechtere Spiele rausgekommen. Ja. Oh, Janen! Und hinten kommt mit einem Konto. Ja, den habe ich. Hey, wieso sind deine so schnell? Die sind unfassbar gut. Was ist der Sprintknopf? IT haben sie eben mal rausgegeben. Haben ja. Für den Dreck gekauft für das Spiel. Das Spiel ist so schlecht. Es war so ein absoluter Reinfall. Es war ihnen so peinlich, Atari. Dass sie das vergraben haben in New Mexico. Und es ist jetzt erst 30 Jahre später ist es ausgegraben worden. Okay. So wie das Goal. Das hat es nie gegeben, das Goal. Wir machen das weiter. Es ist nicht wirklich eine Konsole, es ist ein Computer. Ein Computer, der eine ganze Generation begeistert hat. Commodore 64. Im Original hat er ausgesehen wie ein Brotkasten. Darum hat er auch den Übernahme gehabt. Das ist schon die eins neuere Version. Und da hat es Spiel gegeben. Weißt du, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das hat ein Leben gegeben ohne Internet. Ja. Das kennst du vielleicht noch? Kennst du nicht? Nein, 56K. Ich habe das noch gekannt. Und trotzdem, jeder, der einen Commodore 64 hat, hat unfassbar viele Spiele gehabt. Das kann man da mal anschauen. Das sind alles Spiele, die Commodore 64 hätte man auch für anderes brauchen können. Mhm. Mit Nummern natürlich, um anschreiben, was drauf ist. Obwohl niemand ein Spiel gekauft hat, haben alle so viel gehabt. Man hat es sich nicht abladen. Das heisst, es hat Leute, die haben sich getroffen, irgendwo bei Cracker Club und haben sich das austauscht. Und von dort hat sich das durch die ganze Welt verbreitet. Sehr schön, danke schön. Das ist ein Spiel, das ich stundenlang gespielt habe. Darum wirst du jetzt ein bisschen Mühe haben. Mhm. Gegen meinen Brüder vor allem. Ja, das sind die Disketten, die es damals gemacht hat. Das ist das Spiel International Soccer auf den 5,5 Zoll Disketten, die sehr lustig waren. Wenn man da eingeschnitten hat, dann hat man es auch beidseitig bespielen. Es war sehr albern. Ozan, du bist bereit? Also, was muss ich drücken? Joysticks sind sehr schnell kaputt gegangen. Es gibt nur einen Knopf, den man muss drücken. Welcher Spieler von mir habe ich denn? Weiss ich nicht. Der, der so ein bisschen hellblau ist. Dribbeln. Das kann nicht dribbeln! Hochpass. Aber schau, das ist zum Beispiel etwas Neues, es hat Einwurf gegeben. Okay. Einwurf. Und sie sind sehr sinnvoll umgestanden Mitspieler. Habe ich jetzt aber die Parade gemacht? Ich habe das Goal gemacht. Was ist wichtiger, die Parade oder Goal? Das sind Schauspieler oder ist das Käse? Das ist Kuchentheke. Das ist, glaube ich... Ich glaube, die Zuschauer sind mit Motion Capture gemacht worden. Mhm. Nein, also weißt du, ich habe nicht umsonst sehr viel Zeit von meinem Leben verbracht mit dem Spiel. Mhm. Wieso sind deine aber so schnell? Ich glaube, das ist der Goalie zahlt. Schön schon abliegen. Das macht gar keinen Sinn. Das ist auch übers Goal geflogen. Das ist 1983, es ist nachher schnell Führerschein gegangen. Früher hat man ja wirklich noch, wenn man ein Spiel wechseln wollte, hat man tatsächlich das gemacht. Einfach abstellen. Dies geht rausnehmen. Ja. Nein, andere Seite. Umgekehrt. Nein. Nicht dort an den Täpple. So. So? Ja. Ist da deine Diskette? Und wieder anstellen. Dann ist der absolut weltberühmte Startbildschirm auf dem Commodore 64. Nicht mit dem Joystick. Nein, hör auf, du machst so Zeichen. Dann hat man. Jetzt hör auf! Also gut. Dann hat man müssen das schreiben. Stern. 0,8, 0,1. Ich frage jetzt nicht, wieso. Aber wer war jetzt der 8? Das ist eine lange Geschichte. Und er sucht jetzt so einen Stern wie von Bethlehem. Jetzt müssen wir. Weißt du, es lappt jetzt. Man meint jetzt, es ist kaputt. Es geht wirklich lang. Gut. Wir haben am Morgen das Spiel gelassen und am Abend haben wir daheim shooten. Wenn auch ungefähr. Er ist mit dem Magnet dran gekommen? Oder hast never. Du zwei Spagen? Never. Oder hast du da deinen Finger rein tun? Das kann sein. Hast du ein Thermometer da? Aber du musst aufpassen. Ich habe es carefully. Das habe ich gemacht. Wenn du es in einem Briefkasten nicht tust, musst du es carefully machen. Wenn wir etwas trinken, eine Zigarette rauchen, die Sixtinische Kapelle anmalen. Da hätten wir jetzt locker. Wenn wir so gerade eine Familie fertig machen, bis der geladen hat. Ich entwickle glaube schon ein Mittel gegen Krebs. Und dann sind wir einmal schon aufgestanden, haben schon mal Play drücken, damit es anfängt zu laden. Mhm. Und dann schon alles bereit, nachher Play drücken, nachher so aus dem Zimmer geschlichen. Weil jede kleine Erschütterung hat schon. Wow! Wow! Es ist fertig, und jetzt kommt die berühmte Wort. Bewegt das nicht. Das war jetzt weißt, so eine Cracker-Crew, die das Spiel gehackt hat. Mhm. Und die sagen heißt du Axiom. Die sind so dabei gewesen. Schau da, 2001. Damals war noch Shining Syndrome, 2001 war noch Zukunftsmusik.
Aber sie sind aus Arnsheim, das ist ja in der Schweiz. Wir spielen jetzt übrigens Micro Pro Soccer, das nur zum Sagen. Das ist eines der ersten Spiele, das Vogelperspektive gebaut hat und darum wahnsinnig viel schneller war. Und es hat tatsächlich 11 Spieler gehabt, man konnte reinschleifen. Das nützt jetzt! Der Beastie Boys, 1987. Man konnte reinschleifen, es konnte regnen, man konnte FE spielen. Naja, nicht gerade, wir machen das Two-Player-Friendly. Gut. Ja, play ball. Aber mit Teams kann man es nicht. Es gibt keine Teams. Mach jetzt einfach play ball. Okay. Mach jetzt play ball. Jetzt mach ich. Warte, es kommt mega lang. Jetzt? Ich bin die Rote, du bist die Blaue. Man kann nur ein Goal schießen, wenn man schräg in den Strafraum läuft. Wow, das ist viel schneller als andere. Okay, ich gebe zu, das habe ich auch sehr lang gespielt. Nur so. Es gibt Wiederholung. Es gibt, schaut, es gibt Wiederholung. Seht ihr, Mosani sind sehr schöne Parade, du bist weggegangen. Hast du ein bisschen Angst da? Ja, wir denken, ich muss schon mal gut, du bist. Physics. Also wie passiv? Es gibt nur einen Knopf. Es gibt zwei Knöpfe. Also, wir machen genau das Gleiche. Wir sind da 1987. Es gibt zwei Knöpfe. Und schau, man kann schleifen. Ach, nein. Nein! Boom! Gang rein, Mann! Siehst du? Bei mir hat er mich zurückspulen, wie es so schnell war. Aber es ist ey. Schau mal, wenn ich die auslade. Zack. Bist du hässig? Nein. Das ist ein scheiß Spiel. Haben jetzt wieder. Es ist nicht so, dass wir da noch. Das ist mein Spiel. Moment, du kannst zufrieden sein mit dem. Ich glaube, du hast den Schiri gezahlt. Wir gehen in die Zukunft. Also, bist du bei ihm? Ja. Wir kommen zu einer Konsole, die du glaub, schon mitbekommst, oder Rosani? Mhm. Sega Mega Drive, für das sind ganz viele Spiele rausgekommen. Sehr, sehr, sehr viele Spiele sind rausgekommen, auch im Bereich Fußball. Eines davon hat sehr große Furore gesorgt, das ist das Sensible Soccer. Das ist ein Game, das heute noch eine grosse Fangemeinde hat, das immer noch Kader aktualisiert, dass man immer noch Sensible Soccer spielen kann. Es ist leider für dich auch wieder ein Spiel, das relativ schnell ist. Mhm. Auch wieder von oben. Und es ist Sinn. Sensibel. Und es ist recht sensibel, weil man kann, es ist so wie authentisch gewesen. Es ist also wirklich fantastisch gewesen. Wir können sogar noch ein bisschen Leute machen, damit wir es noch ein bisschen hören. Hanni! Was spielen wir mit Clubteam? National Team. Gut. Da sieht man, das muss man vielleicht noch schnell sehen, sie haben, damals hat es angefangen mit den Lizenzen, dass man nicht hat die richtigen Namen verwenden. Darum haben wir hier so Spiele wie den Alain Geiger, den André Igli, André Egli, Mark Kuttiger. Wir kommen alles raus mit der Elaine Sitter. Hey, schau mal, der Stefan Chipisa. Lovely. Oh, den wollte ich eigentlich haben. Können wir einfach spielen? Man kann verschiedene Formationen wählen, das war auch neu. Okay, Angriff. Ja, wir müssen uns zuerst aufstellen zum Spielen. Ja, das sind alles Malo Meravis. Man sieht, ja, so stellt sich jede Mannschaft auf vor dem Spiel, ist völlig klar. Und warten, bis ich herausfinde, wenn ich die Spieler wechsle. Heben den! Bam! Oh. Wie kannst du einfach heben? Wie der beste Goalie der Welt, auf der Weg läuft nicht mehr. Ist gestanden? Oh, jetzt komme ich aber. Jetzt komme ich heiß. Ja, ich muss übernehmen, das Spiel wechseln. Flanke? Ah, hast du mich jetzt umgemeldet? Schön gewesen, danke! Wieso ist es jetzt kaputt gegangen? Du hast Internet futsch gemacht. Nein, das ist jetzt schade. Ja, und jetzt? Er hat es übrigens gemacht, während die am Grünen waren. Es geht jetzt nicht mehr. Mhm. Wie viel bin ich Führung? Wieso? Was ist jetzt denn passiert? 10-0. Es ist Sensible Soccer, du musst sensibel bleiben. Was rausgekommen ist für den Sega Mega Drive, ist das. Das ist das erste Spiel von einer sehr, sehr erfolgreichen Reihe gewesen. FIFA International Soccer, das ist das erste FIFA-Spiel gewesen. Es hat damals noch keine Jahreszahl gehabt. Es ist rausgekommen 1993, und zwar im Winter. Und trotzdem hat es so einen unfassbaren Erfolg geführt, dass trotzdem das meistverkaufte Spiel vom Jahr geworden ist, obwohl es irgendwann spät im Winter rausgekommen ist. Auf dem aufgebaut hat es eine ganze Reihe von Spielen gegeben. Da hat man noch überhaupt nichts können. Und das Spiel ist im Fall wirklich, das muss man sagen, ist auch total schlecht. Man konnte nichts machen, es hatte keinen richtigen Namen gehabt. Und es ist im Vergleich zu dem Sensible Soccer, der bis ich es kaputt gemacht habe, wirklich gut war. Ja? Mhm. Ist das wirklich sehr, sehr dreistes Spiel gewesen damals. Trotzdem sehr erfolgreich. Und wenn wir schon bei erfolgreichen Sachen sind, dann gehen wir doch mal in die Werbung ab. Bis nachher.
Wir sind wieder zurück bei der Geschichte der Fußballspiele und wir sind hier angekommen im Jahr 1990 und spielt am Arcade-Automat. Ich muss schon das Team wählen. Ja, nicht Holland. Ja, nicht, das ist schwierig da zu wählen. 1990 ist das Spiel rausgekommen, Football Champ, und von dem hat es unfassbar viele Kopien gegeben. Ich glaube, früher hat man das noch nicht so genau genommen mit den Plagiaten, mit den Kopien. Es waren wirklich alle so dreist ähnlich gewesen, wie das Spiel. Wir spielen aber so Original, das sehr actionlastig ist. Man kann für dich auch den Schiedsrichter faulen. Ah, echt? Und man hat nur Erfolg haben mit völlig absurden Kombinationen und Fallrückzieher. Man konnte auch die Fotografen abschiessen. Ah, echt? Ja, yeah, das wirst du alles machen. Und es ist sogar noch, belohnt worden, wenn man übel gefault hat mit dem da. Warte, zack! 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 Nur mit dem Knie voraus. Nein! Hast du nicht gut gefunden? wenn man das gemacht hat. Wow! Wow! Zwei aber gehauen. Dann ist man teilweise kurz vor Schluss noch mit einem sogenannten Super Shot belohnt worden, der dann brennt hat, den man gar nicht hat können heben. Das ist wie bei Kickers. Aber man hat auch einen schönen Fußball spielen, ich kann das schnell zeigen. Mhm. So. Ist das mein Trainer? Ja, das ist dein Trainer. Und weißt du, meine Spieler sind die, die jubeln. Und der mit der Fokuhila, was ist mit dem? Der ist nicht unzufrieden. Was ist jetzt passiert? Du musst zum Friseur. Und dann noch umgehen. Zatheus, lovely. Schiri hat halt ein Mühe mit dem Tempo des Spiels. Er ist eher auf der... Oh! Foul! Eher auf der massigeren Seite. Er ist nicht so sportlich wie unsere Fokuhila-Clowns. Und wir bleiben bei den Arcade-Automaten. Wir wechseln aber ein paar Jahre früher. Das war 1996, als der Virtual Striker 2 rauskam. 2 Franken. Ich lade dich ein. Danke. So. Suchen wir unser Team aus. Da hat es natürlich noch Teams, die es heute gar nicht mehr gibt. Ich bin natürlich Jugoslawien. Ich weiss, du kannst dich aber nicht so entscheiden. Gell? Das war auch das erste Spiel, das so ein bisschen mit. Das sind halt da die Arcade-Automaten viel mehr können als die Konsolen daheim. Darum hat man da auch ein bisschen bessere Grafik können haben. Also polygonmäßig, fast schon absolut fotorealistisch. Pfosten! Oh. Pfosten! Und faul hat man können. Long Pass. Ja, bei diesem Spiel merkt man schon, dass man schon relativ nah am richtigen Fußball, an dem modernen Spiel, außer dass mein Goalie wirklich ein Trottel ist, wo er sich eigentlich an. Aber jetzt. Ja, das sieht noch viel besser aus, aber eben, es braucht recht viel Rechenleistung, darum sind das so unfassbar große Automatik. Hat man nicht daheim nehmen, übrigens. Ja. Und wie hast du da zuhause gespielt? Ich habe mir so einen Automaten zugetan, wo ich erwachsen war. Damit ich das auch mal daheim spielen kann. Und jetzt kann ich... Rutsch doch drin! Kopfverdammi! Schöner Fußball. Da war ich 60, als du rauskommst. In Italien, Urlaub, im Arcade-Salon. Ah, du hast das auch gekannt? Ja, ja, da habe ich alle über die Schulter schauen. Und manchmal ins Jahr spielen lassen. Mit Lieren, oder? Ja, genau, mit Lieren noch. 100 Lieren. Oh. Nein, jetzt tut er sie noch selber raus. Also ich muss jetzt schnell leider machen. Mit 1000 Lieren, ich glaube, ich zweimal können spielen. Mit 1000 Lieren, ist schon fertig? Das ist mega schnell gegangen. Weil aber schau, siehst du die Statistik? Man hat wollen, dass die Leute viel Geld reinlassen. Darum ist es schnell vorbeigegangen. Soll ich dir so Knöpfe auslehnen, zum Heimnehmen? Ja. Das war die Arcade-Generation. Die Arcade-Automaten und die Spielhallen sind leider mit der Zeit ein bisschen ausgestorben, weil immer mehr neue Konsolen für den Heimgebrauch erschienen sind. Und ein paar davon haben einen unfassbaren Erfolg gefeiert. Und eine davon, die erste, die wirklich so richtig durchgestartet ist, das ist die, die wir jetzt gerade angehen. Eine, die du auch kennst. Kommen Sie, kommen Sie. Kommen Sie, kommen Sie. Das war PlayStation 1. USA gegen Russland, ist das okay für dich? Ja, das ist gut. Das ist wirklich damals eine Erleuchtung. Man sieht es jetzt nicht mehr, es ist sehr verpixelt. Aber man hat richtig können Fußball spielen, auch wenn es einem schlecht geworden ist, weil es immer die Perspektive gewechselt hat. Ganz wird das schon schlecht. Ja, jetzt. Ich finde es schon schlecht. Wieso? Wie schiessen denn jetzt? Wow! Nein! Wow! Da! Der Golukovic! Er heißt nicht umsonst Golukovic! Der ist im Panini-Bild so hässlich gewesen. Ja. Wirklich. Sie haben damals immerhin geschaut, dass die Leute zumindest die richtige Haarfarbe und so haben. Ah!
Das ist das Actual Soccer. Das ist zwar sehr realistisch gewesen, erfolgreich richtig auf dieser Konsole sind, aber vor allem, tut mir leid, ich muss das leider abstellen. Ja. Es ist sowieso Halbzeit. Wie viel habe ich gewonnen? Ich habe es nicht gesehen, ich habe nicht mitzählt. Sehr erfolgreich auf dieser Konsole. Da hat es eigentlich erst richtig angefangen, ist die Reihe gewesen, FIFA. Road to World Cup, das ist für viele auch noch immer noch heute ein wahnsinniges, also das Mass aller Dinge, weil man hat es erstmal mit allen Nationalmannschaften von der ganzen Welt spielen. Man hat können Vanuatu gegen Mikronesien, eine ganze WM-Qualifikation durchspielen. Das hat unter anderem zu dem Erfolg von dem Spiel beigetragen. Zu dem Erfolg von dieser Konsole hat natürlich beigetragen, dass sie erschwinglich war. Es war damals sehr günstig bei der Einführung. Übrigens hat Sony die Konsole nur gemacht, weil sie eigentlich wollen. Da haben sie den Auftrag gehabt, ein CD-Laufwerk für Nintendo machen. Nintendo hat dann das Philips dann schlussendlich den Auftrag gegeben. Und Sony hat gefunden, wenn wir schon ein CD-Laufwerk haben, machen wir eine Konsole. PlayStation, eine der grössten Erfolgsgeschichten überhaupt im Game-Bereich. Wir machen einfach mal ein Feindschaftsspiel. Es hat berühmte Musik gehabt. Da ist zum Beispiel Blur, Song 2 ist der Titelsong gewesen. Jede Nation von der Welt können spielen, auch ganz viele, Vereinsmannschaften. Er hat immer ein bisschen Mühe, sich entscheiden für Mannschaft. Weil die Mannschaften kennen nicht mehr, weil die Länder nicht mehr gibt. Klassiker Färöerinseln gegen Salomoninseln. Wow, ein Derby, hä? Was müssen wir jetzt echt drücken zum Weit? Wow, spielen wir in. Wir spielen in Kamerun. Ja, yes, das ist mein Lieblingsstadion. Also du spielst noch mit dem Eliassen, gell? Ich bin mir der Pingu noch im linken Mittelfeld. Kennst du die Jansko-Brüder? Ja. Der Herbert ist erst später auf der Jansko-Brüder sind noch die mit den Hansen-Drillingen. Damals absolut das Mass aller Dinge. Du hast einen Freistoß machen, eine geile Karte gegeben, man hat eine rote Karte gegeben. Alle Spieler waren mit den richtigen Namen drin. Man konnte Tricks machen, wie ich jetzt zum Beispiel die ganze Färöer-Mannschaft, sobald ich den Böllen habe. Schau das an, schau mal meine Tricks an. Und dann hat er mich da den Morcore gerade raus. Ja? Nein, der muss mehr kommen vom Schiedsrichter. Den muss er jetzt auch mal als Zeichen setzen. Die Innenführung, kennst du noch? Der hat früher auf der Färöer gespielt. Mit dem Spiel hat FIFA so ein bisschen Standards gesetzt. Da hat es noch ganz viele Konkurrenten gegeben auf der PlayStation 1. Auch auf der PlayStation 2 noch. Die sind dann nachher noch verschwunden, weil FIFA einfach erfolgreicher und auch spielbarer und actiongeladener war, bis eigentlich alle Konkurrenten, auch wenn sie teilweise mehrere Versionen von einem Spiel rausgegeben haben, dann eigentlich weggestorben sind. Mittlerweile gibt es nur noch zwei eigentlich. Es gibt nur noch Pro Evolution Soccer, was auch damals schon gegeben hat, und FIFA, und der Rest ist alles weg. Und vom Spielkonzept natürlich hat sich sehr viel geändert. Man muss sagen, dass heute Grafik fast noch besser aussieht als da. Und wenn das natürlich schon absolut realistisch ist, mit der Salomoninsel gegen Färöer in einem kamerunischen Stadion mit dem richtigen Namen, dann gehen wir jetzt noch eigentlich zum Abschluss von dem Exkurs hier in die Neuzeit. Und überspringen ein paar Konsolengenerationen, nämlich PlayStation 2 und PlayStation 3, und gehen direkt zu der PlayStation 4. Zum Schluss noch, spiele ich noch ein Spiel auf der PlayStation 4, und wenn man das so sieht, wie das heute mittlerweile aussieht, dann mutet es fast schon ein bisschen albern an, dass wir irgendwann mal können eins von den anderen Spielen spielen, weil es sieht halt einfach jetzt aus wie ein normales Fußballspiel im Fernsehen, obwohl man kann sagen, eigentlich bei diesen Strichmännern, die hat man eigentlich genau gleich Spass gehabt. Das hat genau gleich gesehen. Ich meine, gesagt, FIFA 14. Das sieht völlig anders aus. Wir hängen jetzt noch da, wir spielen jetzt noch eine Runde Pro Evolution Soccer, der aktuellsten Version. Für euch daheim gibt es wie immer zum Abschluss von der Sendung noch ein Jahresabo vom Fußballmagazin 12 gewinnen, wo jetzt gerade ein Jubiläum hat. 50. Ausgabe, die könnt ihr auch noch gerade gewinnen. Teilnahmebedingungen findet ihr auf ssfmedia.ch. Wir sehen uns wieder in 12 Fußballbar, wo dann nicht mehr um Fußballgames geht, sondern um richtigen Fußball. Osani, schön bist du da gewesen. Jetzt gibst du mir noch die Hand. Schön, ich bin nicht mehr. Und wir sehen uns wieder, 12 Fußballbar. Ciao zusammen! So, ciao, ciao! Ciao zusammen! Also, bist du bereit? Ja. Zeig, wie das geht. Ja, kannst du mal probieren. Ja. Habe ich hier die richtige nehmen? Haben wir den Mandanda im Goal? Ja. Gut. Siehst du den Mandanda?